Schauen wir mal in den Deutschen Bundestag zu Michael Wöhlenweber. Michael, wie ist diese Nachricht denn bei dir im Bundestag aufgenommen worden? Natürlich diskutiert man auch hier im Deutschen Bundestag darüber in den Gängen über Donald Trumps Infektion. Natürlich ist das ein Thema. Was heißt das? Fragt sich natürlich hier jeder auch, wie wir uns das fragen. Und diese Frage möchte ich natürlich auch direkt mal weiterleiten an Jürgen Hart, den außenpolitischen Sprecher der CDU-CSU-Fraktion. Herr Hart, grüß Gott, schön, dass Sie hier bei uns am Set sind. Herr Hart, was war denn Ihr erster Gedanke, als Sie hörten, Donald Trump ist infiziert? Mein erster Gedanke war, dass ich dem Präsidenten wünsche, dass ihm ein schwerer Krankheitsverlauf erspart blieb, wie das ja bei Boris Johnson, dem britischen Premierminister, zum Beispiel der Fall war, der ja einige Wochen mit dieser Krankheit beschäftigt war. Und zum Zweiten habe ich mir Gedanken gemacht, was bedeutet das jetzt für den Wahlkampf in Amerika, der ja noch gut 4 Wochen läuft. Es gibt am 15., also Mitte des Monats, in 14 Tagen, das nächste große Präsidentenkandidatenduell. Es gibt bereits am 7. das Duell der Vizepräsidenten, also Pence gegen Harris. Möglicherweise ist der Vizepräsident ja auch mit dem infizierten Präsidenten viel zusammen gewesen in der letzten Zeit. Also da würden wir sicherlich in den nächsten Stunden und Tagen noch die ein oder andere Überraschung erleben. Also das hat ja massive Implikationen womöglich für den Wahlkampf. Auch sein Konkurrent Biden muss ja getestet werden. Da ist ja auch noch nicht klar, ob man unter Umständen sich bei diesem Duell infiziert hat. Stichwort Aerosole, die durch die Luft fliegen, ausgeschlossen ist das ja nicht. Das Duell könnte ja auch ausfallen, dieses am 15. und eine Woche später soll ja dann das dritte stattfinden. Im Moment sieht es ja vielleicht danach aus, dass das komplett den Wahlkampf auf den Kopf stellt. Das Thema Corona wird in diesem Wahlkampf eine weitere wichtige Facette bekommen. Es ist meines Erachtens sowieso in Amerika schon eines der großen Themen, das leider auch die Gesellschaft spaltet, weil es in Amerika, wie ich glaube, zu viele Menschen gibt, die auch ein bisschen angestiftet von dem Präsidenten glauben, das wäre gar keine so große, schwierige Krankheit. Und jetzt kommt eben diese persönliche Dimension dazu. Und eine Präsidentenwahl ist eben eine Persönlichkeitswahl. Und je nachdem, wie man als Betroffener mit einer solchen außergewöhnlichen Situation umgeht, sowohl seitens des Präsidenten, der infiziert ist, als auch seitens seines Herausforderers, wird natürlich mit Argusaugen darauf geachtet. Ist das ein Zeichen der Stärke, ein Zeichen der Schwäche, wie entsprechend reagiert wird? Und was ist es, Stärke oder Schwäche? Ich glaube, wird er davon profitieren sogar am Ende, der amerikanische Präsident? Das kann man nicht sagen. Ich glaube, wir sollten ihm auf jeden Fall wünschen, dass er die Krankheit schnell und gut übersteht, dass wir nicht erleben, dass der Wahlkampf überschattet wird von einem schweren Krankheitsverlauf bei einem der Kandidaten, in diesem Fall bei dem Präsidenten. Und ich glaube, dass das amerikanische Volk vor Augen geführt bekommt, dass man mit dieser Krankheit nicht spaßen darf. Und das ist ja eigentlich die Botschaft, die der Herausforderer Joe Biden eher an die Menschen richtet als Donald Trump, der doch die Krankheit und ihre Folgen in der letzten Zeit eher runtergespielt hat. Dass man mit Covid nicht spaßen darf, sagten Sie gerade, das würde dem amerikanischen Bürger jetzt noch einmal ganz vehement vor Augen geführt. Das müsste doch eigentlich heißen, dass es nachteilig wäre für Donald Trump, der ja gerade, was zum Beispiel Maskenpflicht betrifft, das immer heruntergespielt hat, die ganze Pandemie eigentlich heruntergespielt hat. Auf der anderen Seite sieht man ja in England bei Boris Johnson, der ja auch schwer erkrankt war, der hat davon profitiert. Ja, Boris Johnson hat eben auch nach der Erkrankung seine Politik gegenüber Covid-19 verändert. Wir erinnern uns, dass die britische Regierung zunächst mit einem relativ offenen Kurs an das Thema rangegangen ist, also weniger Maßnahmen ergriffen hatte als wir zum Beispiel in Deutschland. Dann kam die schwere Erkrankung des Premierministers, dann kam der massive Anstieg der Zahl der Infektionen in Großbritannien und die britische Regierung hat dann mit einem massiven Lockdown reagiert, der im Übrigen deutlich härter war als den, das wir in Deutschland erlebt haben. Es gab auch Ausgangsbeschränkungen, die es ja bei uns in Deutschland nicht gab. Also insofern stellt sich auch die Frage, ob in der Einstellung des Präsidenten zu der Krankheit sich was ändert. Ich glaube, wir können das im Augenblick nicht absehen. Es ist auf jeden Fall ein weiterer Beleg dafür, dass dieser Präsidentschaftswahlkampf im Oktober 2020 in der Geschichte der Vereinigten Staaten von Amerika ziemlich einzigartig sein. Glauben Sie tatsächlich, dass der amerikanische Präsident diesbezüglich lernfähig ist? Bisher hat er ja noch nie einen Fehler zugestanden. Letztendlich ist er immer bei seiner Position geblieben. Und wäre es nicht fast ein wenig erbärmlich, so müsste man das ja formulieren, wenn erst die eigene Erkrankung sozusagen dazu führen würde, dass er im Fall von Covid tatsächlich seine Position ändert? Das ist jetzt natürlich alles Spekulation. Ich glaube, er hat im Augenblick im Kopf,
Hoffentlich werde ich nicht schwer erkranken. Positiv infiziert zu sein bedeutet ja, dass man einige Tage wartet, bekomme ich schwere Symptome, etwa in der Lunge oder nicht. Wir sollten ihm alle wünschen, dass er da sich jetzt darauf konzentrieren kann. Und ich glaube auch die amerikanischen Bürgerinnen und Bürger, unabhängig davon, ob sie diesen Präsidenten nun mögen oder nicht mögen, fiebern alle ein Stück weit mit, dass der Wahlkampf nicht durch eine schwere Erkrankung des Präsidenten in irgendeiner Weise eine komplett neue Drehung bekommt. Herr Hart, recht herzlichen Dank. Soweit hier also aus dem Deutschen Bundestag mit der Einschätzung des außenpolitischen Sprechers der CDU-CSU-Fraktion und mit der Botschaft, es ist nicht wirklich ausgemacht, wer davon profitieren könnte. Es gibt halt Standpunkt jetzt doch noch viele, viele Fragezeichen, wie es denn auch im Wahlkampf weitergehen wird in den USA. Michael, danke schön in den Bundestag.